Die Modalität Also meine Ansicht nach lassen sich Gemeingüter und Gemeingut und Eigentum durch ein einfaches Kriterium voneinander unterscheiden. Nämlich das Kriterium, ob es durch eine Grenze gesichert ist, ja oder nein. Wobei die Grenze aus einer physischen Grenze bestehen kann, also einer Mauer oder einem Zaun, die physisch nicht zu überwinden ist, oder aus einer Grenze, die aufgespannt wird durch sanktionierte Gesetze, also die Begehrende von außerhalb, die dieses Gut brauchen oder haben wollen, abwehrt durch die Androhung von Übel. Und das Gut hat auch eine gewisse Grenze. Diese Grenze ist aber gebildet durch meiner Ansicht nach ein Netz von Kommunikation über Bedürfnisse zwischen denen, die besitzen, und denen, die begehren.